Hi, ich bin Nilam. Ich spiele die Betty in Heilstätten, einem Horrorfilm, und ihr schaut gerade Flips. 1. März 2017, irgendwo am Rande von Berlin. Hier liegen die Ruinen einer verlassenen Lungenklinik, die Heilstätten-Grabowsee, die von 1896 bis zum Ende der Nazizeit die letzte Hoffnung waren für an Tuberkulose Erkrankte. Heute ist das Ganze ein Lost Place, ein Ort, den sich die Natur zurückerobert, gezeichnet von faszinierendem Verfall. Hier soll schon George Clooney herumgerannt sein beim Dreh des Kriegsbeutefilms Monuments Man. Und auch uns treibt heute ein Dreh an diesen verlassenen Ort. Doch nicht George Clooney, sondern ein deutscher Found-Footage-Film entsteht hier. Wir besuchen nämlich die Produktion von Heilstätten, einem Horrorfilm im YouTuber-Milieu, dessen Prämisse im Jahr des Logan Paul und seines Selbstmordwaldvideos gar nicht mehr so unrealistisch daherkommt. In Heilstätten fordern zwei Prank-YouTuber, gespielt von Timmy Trinks und Emilio Sacraia, die Fashion-Beauty-YouTuberin Betty zu einer Challenge heraus. Und falls euch Betty bekannt vorkommt, das ist Nilam Faruk, auf YouTube früher auch bekannt als Darum. Und zufälligerweise habe ich einen der Stars des Films gerade zufällig getroffen. Erzähl doch mal, Heilstätten, was ist das? Horror, Grusel? Also Horror auf jeden Fall. Sieht man ja auch an der Location so ein bisschen. Ja, sieht fantastisch aus hier. Echt. Die gibt es ganz schön her. Also ich bin jetzt ja schon ein paar Mal hier gewesen. Jetzt langsam hat sich das beruhigt. Aber die ersten Male, als ich da war, ist das echt so, hui. Und die Location hier erzählen wir tatsächlich auch, YouTuber, die ein Phänomen einfangen wollen, was hier angeblich ist. Okay. Und sich deswegen auf den Weg hierhin machen. Und dann also quasi so Paranormal Investigator. Genau. Ihr seid quasi die Scooby-Gang. Die Scooby-Gang. Uns fehlt nur der Scooby-Doo-Hund, aber sonst haben wir alles eigentlich. Und dann ich kann super Hunde, guck mal. Soll ich dich noch anbieten? Ich habe einen Hundeblick drauf und vielleicht könnte ich den Hund. Die Heilstätten am Grabowsee sind eine extrem faszinierende Location und ein sehr dankbares Motiv, das dem Film seine beklemmende Atmosphäre verleihen soll. Alles wirkt auf überaus coole Weise heruntergekommen und es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass hier unheimliche und bedrohliche Dinge passieren könnten. Wir treffen auch Timmy Trinks, der den Assi-YouTuber Finn von den Prankstars spielt. Eine Rolle, die von seiner normalen Art nicht weiter weg sein könnte. Trinks kennen einige vielleicht noch aus der Serie Allein gegen die Zeit, in der er mit seiner damaligen Truppe ja ebenfalls schon mal ein abgelegenes Gelände am Rande Berlins erkunden durfte. Damals war das allerdings der Teufelsberg. Nilam hat ja, sag ich mal, lange YouTube-Erfahrung, die kennt die Szene ja auch wirklich von Fantreffen und dem ganzen Kram. Ist das für dich Neuland oder hast du da, sag ich mal, als Zuschauer oder als hast du eigene YouTube-Erfahrung schon? YouTube habe ich bis dato nicht gemacht. Also klar, so andere Social Media Sachen wie Instagram und Snapchat und sonst was. Da spricht man ja auch immer mit den Leuten. Ja. Und von daher hat man da so ein bisschen Erfahrung. Aber so wirklich YouTube habe ich nie gemacht. Aber ich habe mir viel angeguckt, auch in Vorbereitung auf den Film. Weil für mich ist das natürlich eine komplett andere Rolle. Ja, auch ordentlich mit Energie nach vorne. Natürlich, und immer, darfst du ja nie irgendwie nur so erzählen, sondern das muss ist ja immer halt so nicht dieses typische. Okay, also Schauspieler wollen man ja eigentlich immer in Filmen so normal wie möglich sein. Ja. Also so normal spielen wie möglich oder sein wie möglich. Aber hier ist es dann halt, okay, du kannst mit anderen... Du redest ja immer zum Publikum, richtig, als YouTuber. Du redest immer zum Publikum, bist dann halt so ein bisschen aktiver als sonst und musst natürlich auch gute Stimmung, wie man beim Zuschauer dann... Wir machen Hardcuts rein. Machst du nie Hardcuts? Ist doch voll chillig. Ich hatte dich gleich hart. Gerade schon mit Timmy unterhalten. Mhm. Der hat ja noch gar keine Erfahrung drin, sag ich mal, dieses in die Kamera. Der kommt ja klassisch vom Schauspiel und hat ja nicht so diesen dualen Weg, wie du das hast. Musst du die Leute coachen oder hast du da quasi mal so ein bisschen Tipps gegeben, wie man als YouTuber, als authentischer YouTuber rüberkommt, damit alle Leute, die YouTuber gucken, nicht hinterher sagen, ah, das wird doch ein YouTuber nie machen. Das ergibt sich manchmal so aus dem Zusammenhang, aber wir hatten jetzt nicht großen Coaching, weil ich tatsächlich sagen muss, auch wenn ich das manchmal tue, es ist was anderes. Wir haben gerade gehört, ihr müsst euch die meiste Zeit selbst filmen. Ist das schwierig? Ja, es ist tatsächlich anders. Es ist anders, dass man sich halt selbst die ganze Zeit sieht. Aber wir haben halt auch immer einen Kameramann da noch mit dabei. Also nicht immer, also manchmal filmen wir auch wirklich selbst. Aber es ist sehr, sehr interessant, dass man dann eins mit dem Kameramann werden muss. Mhm. Und das funktioniert bis dato auch wunderbar, dass man halt sagt, okay, man filmt erstmal auf die Schuhe, der Kameramann hat dann die gleichen Klamotten an etc. Ja. Wenn du aufs Spiel konzentriert bist, wenn du darauf konzentriert bist, filmst du jetzt dich. Und du willst ja auch die anderen featuren. Ja. Wir laufen hier einen geilen Weg. Wir laufen hier mitten wirklich durchs... Aber es soll ja gruselig sein. Genau, ist ja ein Horror. Ich finde es auch super.
wenn du darauf konzentriert bist, ist es oft gar nicht so einfach, da wirklich zu schauen, was mache ich jetzt? Und ich bin da sehr viel mit mir selbst beschäftigt, um die Rolle zu spielen und um das alles einzufangen. Neben Timmy und Nilam spielen auch Tim Oliver Schulz mit, den ihr vermutlich aus der Club der Roten Bänder kennt. Außerdem sind auch Lisa Maria Koroll alias Tina aus Bibi und Tina und Sonja Gerhardt aus Deutschland 83 Teil der Truppe, die sich dem Horror der Lungenklinik stellen. Ich habe die Frau da drin gesehen. 1906. Heilstätten läuft seit gestern im Kino und hat auf jeden Fall schon mal eine Gruppe von Menschen aufgeschreckt, nämlich die Bewohner von Belitz. Denn dort spielt der Film eigentlich in den dortigen Heilstätten, die Filmfans zuletzt in A Cure for Wellness erleben durften und deren Geschichte in der Nazi-Zeit auch als Inspiration für die grausigen Ereignisse diente, die die YouTuber im Film entdecken. Die Belitzer fürchten wohl, durch den Film und dessen Tagline "Traust du dich jetzt erneut von Randale-Touristen heimgesucht zu werden?" Dabei kann man den Thrill auch viel einfacher haben. Wer nämlich den Drehort, den Lost Place der Heilstätte Grabowsee erleben will, der kann auch einfach dorthin fahren und eine Tour buchen und sich dort ganz in Ruhe umschauen, falls ihr euch das nach dem Film noch traut. Wir waren zumindest froh, dass wir nur tagsüber und bei Sonnenschein dort waren und heimfahren konnten, ehe es dunkel wurde. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann überlegt doch mal, uns vielleicht auch auf Steady oder auf Patreon zu unterstützen. Oder schaut doch jetzt einfach nochmal mehr, nämlich unsere Flips-News von letzter Woche oder die Fakten zu Saw und anderen Horrorfilmen.